Grüß euch, meine Lieben. Ich habe wieder ein neues Rezeptteil für euch. Heute wieder was ganz Einfaches, Praktisches und Schnelles. Ich koche generell gerne so. Und zwar habe ich ganz einfache faschierte Leibchen gemacht mit einer leckeren, sehr einfachen Soße. Und dazu ein Kartoffelpüree. Das habe ich jetzt nicht gezeigt, aber falls ihr wollt, kann ich das gerne noch einmal zeigen. Aber man kann beliebig, was auch immer man möchte, da als Beilage dazu nehmen. Ich habe jetzt hier wirklich eine große Menge gemacht, weil ich nie weiß, ob meine Schwiegermutter dazu kommt und ob sie dazu isst, beziehungsweise sonst jemand anderes. Und bei uns wird alles immer weggegessen. Und besonders sowas eignet sich dann super zum Aufwärmen. Also dann hat man für 2 Tage also Ruhe. So ist es halt bei uns. Ich weiß nicht, ist es bei euch auch so, dass dann alles weggegessen wird? Natürlich auch am nächsten Tag, weil ich höre in letzter Zeit so oft, also von jungen Familien, von den Hausfrauen, dass die Männer und die Kinder ungern etwas aufgewärmt noch einmal essen, beziehungsweise am nächsten Tag. Würde mich interessieren, wie das bei euch ist. Bei uns ist es kein Thema. Also ich kenne es nicht anders, mein Mann auch nicht. Die haben sich auch nie beschwert. Deswegen mag ich solche Gerichte, weil die dann aufgewärmt einfach super lecker schmecken und ja, aber wie gesagt, wenn es euch zu viel ist, halbiert natürlich die Menge. Ihr müsst natürlich nicht so viel machen. Ja, und wie ich das jetzt gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Als erstes habe ich hier genau einen Kilogramm gemischtes Faschiertes in meinem Fall. Ihr könnt bitte natürlich jedes beliebige nehmen, was ihr gern habt, was ihr halt mögt. Und dann habe ich hier einmal 2 Esslöffel ganz normales Wasser und da gebe ich jetzt einen halben Teelöffel ganz normales Haushaltsnatrium dazu. Das könnt ihr bitte weglassen, falls ihr das nicht zu Hause habt bzw. nicht wollt. Aber ich gebe das gern hinein, das bindet das Fleisch gut und es macht das innen dann auch schön zart. Aber wie gesagt, das ist optional. Das gebe ich jetzt alles schön drüber. Dann habe ich hier so zwischen 150 und 170 Gramm diese Lauchzwiebeln, also Bohrer in meinem Fall. Ich habe das jetzt zu Hause gehabt, deswegen benutze ich das gern. Sonst könnt ihr auch einfach nur eine große Haushaltszwiebel nehmen. Also die weißen oder auch die roten, egal, aber auf jeden Fall eine größere oder 2 kleine. Dann habe ich hier 3 gehackte Knoblauchzehen. Die gebe ich auch dazu. 2 Esslöffel Semmelbrösel. Etwas gehackte Petersilie, so 1, 2 Esslöffel. Könnt ihr gerne natürlich auch mehr dazu geben. Ein mittelgroßes Ei. Das Ganze würze ich dann etwas mit Pfeffer, bitte einfach nach Geschmack. Dann gebe ich noch, ich gebe jetzt 1,5 Teelöffel Salz dazu. Ihr könnt bitte natürlich auch weniger dazu geben. Und auch noch 1 Teelöffel Paprikapulver, das ist jetzt bei mir ein süßes, ihr könnt natürlich auch ein scharfes nehmen. Das Ganze werde ich jetzt gut mit den Händen vermengen, bis sich das alles gut miteinander vermischt, beziehungsweise so quasi alles schön durchkneten. Wenn dann alles gut vermengt ist, fangen wir dann schon mit dem Formen an. Dafür habe ich mir hier einfach nur etwas Wasser gerichtet. Da tunke ich dann immer meine Hände hinein, das macht das ein bisschen einfacher. Und etwas Semmelbrösel, da werden wir sie dann drinnen wälzen. Jetzt nehmt ihr euch dann einfach nur die gewünschte Menge, wie groß ihr sie leicht machen wollt. Und dann formen wir sie einfach nur so zu schönen Leibchen. Und wenn man die Hände ein bisschen in Wasser tunkt, beziehungsweise die Finger, funktioniert das gleich viel besser. Ich mache mir da immer so zuerst solche Kugeln draus und dann forme ich mir einfach nur meine Leibchen in der Größe, wie ich es leicht gern hätte. Und diese wälze ich dann da einmal in die Semmelbrösel. So, und so verfahre ich jetzt mit den anderen auch. Nun habe ich mich hier einfach nur einen größeren Topf aufgestellt mit etwas neutralem Öl, in meinem Fall Sonnenblumenöl. Da werde ich die jetzt dann einfach rausbraten. Nehmt euch da auch eher so einen größeren Topf, weil da mache ich dann auch die Soße und die kommen dann auch wieder hinein. Und nun kommen die dann einfach nur vorsichtig da ins Öl hinein. Aha, das ist, wie es aussieht, bei mir noch nicht warm genug. So, jetzt ist es aber warm. Jetzt werde ich sie einfach nur hier nacheinander anbraten, pro Seite in etwa so 3, 4 Minuten in etwa. Die sollen dann einfach nur Farbe kriegen. Ihr müsst hier jetzt bitte keine Angst haben,
dass die dann nicht durch sind, weil wie ihr sehen könnt, ich habe sie extra so ein bisschen dicker gelassen, weil die kommen ja dann sowieso in die Soße und da köcheln sie auch. Deswegen habe ich dieses Rezept ehrlich gesagt auch so gern. So, ich muss mal schauen, dass ich da ein bisschen Platz mache. Das wird jetzt halt bei mir länger dauern, weil ich einfach so eine große Menge gemacht habe. Aber ihr könnt bitte natürlich auf jeden Fall weniger machen. Aber ich habe so eine Art Rezepte bzw. Essen sehr gern, weil das lässt sich super aufwärmen und dann am nächsten Tag halt essen. Deswegen habe ich das sehr, sehr gern. Oder es ist auch super geeignet, wenn man jetzt viel Besuch kriegt, weil es trotzdem sehr, sehr flott geht, weil die bratet man nur kurz an und dann schwimmen sie in der Soße und man hat wirklich viel leckeres Essen für mehrere Leute. Und wenn die dann schön Farbe haben, werden wir sie dann einfach wenden. Dann gebe ich hier in das Öl wieder Zwiebeln hinein. Ich habe hier wieder Lauchzwiebeln, so 70, 80 Gramm, so in etwa. Also so eine mittlere Zwiebel wäre das. Werde ich das hier kurz im Öl anbraten. Der Lauch, der braucht eh nicht so lange. Wenn ihr jetzt normale Zwiebeln habt, schaut ihr einfach nur, dass die schön glasig werden. Und dann gebe ich hier einen Esslöffel Mehl dazu und verrühre das Ganze und gieße das Ganze dann mit 500 Millilitern passierten Tomaten ab. Jetzt werde ich das Ganze mal ein bisschen verrühren. Und nun gebe ich da auch Wasser dazu. Da müsst ihr dann ein bisschen nach Gefühl arbeiten. Ich sage euch dann aber trotzdem, wie viel ich nehme. Jetzt gebe ich das ein bisschen mehr hinein. Schauen wir mal. Ich habe jetzt hier genau 700 Milliliter reingegeben. Man kann ja später dann immer noch ein bisschen nachschütten, weil die Laibchen sollten dann einfach nur schön davon bedeckt sein. Nun werde ich die einmal hineingeben. Einfach nur schön hineinschlichten, so dass es passt und damit die da auch schön darin dann schwimmen. Das Ganze werde ich jetzt wieder mit etwas Pfeffer würzen. Etwas Salz, bitte nach Geschmack, aber ihr könnt es dann später eh nachwürzen. Und dann gebe ich noch hier einen Teelöffel Zucker dazu. Das ist aber optional, aber ich gebe das einfach nur für die Tomaten rein, damit sich die Säure da ein bisschen neutralisiert. Und auch noch ein paar Lorbeerblätter. Jetzt werde ich das Ganze kurz ein bisschen so durchmischen, damit sich das verteilt. Jetzt werde ich das einfach nur auf kleiner Flamme köcheln, so in etwa ja für 30 bis 45 Minuten. Ihr werdet eh sehen, was es notwendig ist. Ihr schüttet noch ein bisschen Wasser dazu. Die sollen halt einfach nur schön darin schwimmen. So, meine Lieben, und nach genau 45 Minuten sieht das Ganze bei mir so aus. Ihr könnt jetzt dann die Soße noch probieren und falls notwendig noch nachwürzen, aber ich mache da gar nichts mehr, allein schon durch das Fleisch und passt das eigentlich auch schon, schmeckt wirklich sehr angenehm, lecker, auch nicht zu intensiv. Und nun kann ich das auch schon abdrehen. Ich habe dafür ein Kartoffelpüree gemacht, das seht ihr jetzt nicht dazu. Ihr könnt aber bitte natürlich jede andere Beilage machen, die ihr wollt. So, meine Lieben, und so sieht das dann bei mir fertig angerichtet aus. Es riecht wirklich herrlich. Ja, ich hoffe, dieses einfache und schnelle Rezept hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir einen Daumen da, einen Kommentar. Berichtet mir im Nachhinein, wenn ihr es nachgekocht habt, wie es euch leicht schmeckt. Ja, sonst wünsche ich euch einen guten Appetit, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!